Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Kennt ihr noch die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten? Ich weiß nicht, weißt du? Ja, Jesus Christus. Er wurde ans Kreuz gehängt. Und was war an Ostern dann? Ja, ist auferstanden. Wer kam da noch zu Besuch in die Krippe? Irgendwie so, ich glaube, die waren auf jeden Fall zu dritt, kann es sein? Genau, ja. Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Welche berühmten drei waren das? Die drei Muskeltiere. Was? Die drei Muskeltiere. Musketiere? Ja. Nee, die sind's nicht. Wie hießen die drei heiligen Könige? Martin. Jakob. Semir, glaube ich. Wie? Semir, nee. Irgendwas mit B war einer. Kaspar, Melchior. Ja, genau. Oh, ja. Und stimmt, Balti. Wo kamen die drei heiligen Könige her? Aus dem Orion oder so. Orion? Aus dem Sexshop, oder? Nein, wie heißt das? Ich weiß nicht, bin ich gläubig, ich hab sowas Orient, oder? Genau, Orient, das habe ich gemeint. Orient, ach so. Was haben die drei heiligen Könige als Geschenke mitgebracht? Die wollten das Kind, glaube ich, klauen. Nein, das weiß ich nicht mehr. Was? Die wollten das Kind, glaube ich, klauen oder nehmen, oder? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Was haben die für Geschenke gebracht? Gold, Kupfer und Wein, glaube ich. So, Babysachen halt. Ein Strampler oder? Ja, genau, so Klamotten für das Baby. Was haben die für Geschenke gebracht? Weihrauch. Gold. Und Gold. Und Myrrhe. Myrrhe, ja. Wenke-Myrrhe. Ja, die. Die haben die halt so als kleines Geschenk mitgebracht. Also ich finde sie gut. Leicht bei dir. Der FFH-Dummfrager. Die neueste Folge immer dienstags in Guten Morgen Hessen bei Hitsradio FFH.